Reezy feierst auch, da ist ein Geschäft vorne. Ist das deine Marke, Reezy? Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zur vierten Ausgabe der unglaublichen Reihe Hypebeasts nach erfundenen Modemarken befragen. Wir gehen zu irgendwelchen Leuten, die sich anscheinend in der Modeszene auskennen, laut ihrem Look und laut ihrem Outfit, und werden die einfach mal nach irgendwelchen Namen fragen. Heute ist die Rapper Edition, also ich werde mir einfach abhängig von Deutschrappern irgendwelche Namen einfallen lassen und wir werden schauen, wie die Leute darauf reagieren. Geben Sie zu, dass Sie die Marke nicht kennen, oder machen Sie voll mit und wollen sich nicht die Blöße geben. Das werden wir herausfinden, liebe Freunde. Nicht vergessen, Mitte September geht es endlich los mit meiner neuen Modemarke M&M. Die ersten von euch haben sich schon angemeldet, fix was zu koppen. Es gibt ganz, ganz wenig. Also schnell sein und abwarten. Jetzt will ich gar nicht mehr länger quatschen. Legen wir los, ab auf die Kärntner Straße. So Leute, ich bin jetzt bei Fabrizio, Francesco. Ihr seid Brüder, oder? Zwillingsbrüder, da ist er her. Und beide, ja, man sieht schon, ich sehe schon die Rolli am Start, nicht seit Yachtmaster, der D-Squared-Hosen, D-Squared-Schuhe. Philipp Plein habe ich da oben stehen. Ist das auch von Philipp Plein, die Schuhe? Ja. Und die Hose? Nein, die Hose aus Zeit. Okay, aber man sieht die Louis Vuitton-Säcke, beim Steffen waren es auch schon Dolce und Gabbana. Also, man muss dazu sagen, wer war das nochmal da drüben? Mein Opa. Habt ihr euch Geburtstag? Nein, das, nein, einfach bei uns auf Standard. Oder? Okay, darf ich erste Frage so, wie finanziert ihr euch das? Das? Wir arbeiten mit meinem Vater Immobilien. Okay. Wir sind die rechte Hand von uns. Wie alt seid ihr? Wir, 15. 15? Okay, jetzt nehmen wir mal an, es gibt ja, das sind ja alles sehr teure Modemarken. Jetzt nehmen wir mal an, ihr hättet einen 15-jährigen Sohn und der will auf einmal einen Y-Hearn Hoodie um 1500 Euro haben. Würdet ihr ihm das erlauben? Ja. Ja, wirklich? Wirklich? Wenn er brav ist und alles. Okay. Und wenn er aber sagt, er will, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Shirt von Enomero U, V36? Ja, eins? Auch. Das geht auch? Okay. Also so viel Geld für Mode ausgeben ist überhaupt kein Problem. Okay. Und wie taugt euch die Marke Reezy? Feiert ihr? Das ist schon relativ teuer. Also kennen wir nicht. Reezy sagt euch nichts. Nur aber diese Christian Louboutin Off-Ride. Ja, genau. Und eben die zwei zuvor genannten Marken, die gehen natürlich auch. Enomero U, V361 und natürlich, wer kennt's nicht, Y-Hearn muss man halt feiern, oder? Das ist seine eigene Sache. Okay, aber sonst wirklich ganz nice am Start. Ich wünsche euch noch eine super nice Shopping-Tour, gell? Alles Gute, mein Freund. Ciao, servus. So Leute, neben mir der nächste Mann am Start. Wie heißt du? Ich heiße Samir. Samir, du bist heute am Einkaufen in Wien? Ja, am Stephansplatz. Stephansplatz, die haben tolle Geschäfte, oder? Ja. Ich sehe auch schon an deinem Guest-Shirt, du gibst auch gern mal etwas mehr für Mode aus. Ist das richtig? Ja. Was sind so deine Lieblings-Designer-Marken? Also, es ist verschieden. Es kommt darauf an, welche ich mag. So von Guess wahrscheinlich, Balenciaga. Guess, ja, alles. Ja, ja. SH1D. Armani. Ja, Armani. SH1D ist auch mega cool. Und sonst, ich sehe, Nike-Schuhe sind immer am Start. Ja, das gefällt mir. Nike und Adidas. Ja. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 26, ja. 26. Du hast noch keine Kinder, oder? Noch keine Kinder. Okay, wenn deine Kinder jetzt zu dir kommen würden mit 17, 18, 19 Jahren und die würden sagen, ich will ein 450 Euro Leibchen von Berlin Your Good Award haben. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Würdest du das erlauben? Wenn ich leisten, ja, warum nicht? Ja. Wenn ich könnte nicht leisten, dann gleich. Na perfekt, das war's auch schon wieder. Danke. Vielen lieben Dank, wünsche noch einen schönen Tag. Alles Gute. So Leute, ich freue mich natürlich, dass das bei euch so gut ankommt und das mittlerweile die vierte Ausgabe ist, aber das macht das Ganze einfach nur umso schwerer, hier so ein Video zu drehen, weil sehr viele mich schon kennen und dadurch auch das Video kennen. Und das nächste ist, man will ja nicht vorurteilsbehaftet sein und redet jeden Chinesen an, der was Nices anhat. Und wer schon mal Chinesen in der Innenstadt gesehen hat, weiß, die haben oft sehr nice Sachen an. Aber das Ding ist, die reden alle Englisch. Heute ist nicht so leicht, aber wir machen das schon, wir machen das schon. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? So Freunde, neben mir der Nächste, wie heißt du? Niki. Niki, der Nächste ist der Niki, perfekt. Niki, mir ist ein Shirt aufgefallen. Philipp Plein, eine Marke, die du anscheinend feierst. Ja. Viele meinen, es ist ein bisschen zu Prolo. Warum feierst du die Marke? Ich finde sie halt einfach Stil und wenn man es nicht übertreibt mit dem ganzen Prolo-Look,
finde ich, wirkt es auch ein bisschen elegant, ja, und ist auch ein bisschen ein Statussymbol. Okay, ja, da hast recht. Reezy macht ja jetzt ähnliche Designs. Findest du das kacke, dass die Firma da alles kopiert? Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Firma noch nie gehört. Okay, überhaupt kein Ding. Was gibt es noch für Marken, abseits von Philipp Plein, die, wo du meinst, ja, die sind teuer, aber ich feiere die? Off-White finde ich heftig. Ja. Dann zum Beispiel auch von den Schuhen her, also Yeezys und so. Ja. Und sonst auch diese Basic-Marken, Tommy, Lacoste. Okay. Und Yeezys Best sind so die Schuhe, die du tragst. Fisi findest du auch cool oder eher findest du das kacke? Auch noch nie gehört. Okay. Also Fisi sind Fake Yeezy. Ja. Dann nicht. Findest du kacke, wenn Leute Fake Yeezy? Eher, ja, schon schwul, ja. Ich finde es eher nicht so gut, wenn... Man merkt doch, finde ich, wenn es gefälscht ist oder so. Ja, ja. Es fällt voll auf. Okay, so Newcomer-Marken. Ja. Was sind so Newcomer-Marken, die du feierst? Balenciaga. Ja, ist kein Newcomer mehr, ja, also auch nicht mehr wegen... SH1D zum Beispiel ist jetzt ganz neu raus. Also, weiß ich nicht, taugt dir oder findest du zu bunt? Ich finde, man sollte es halt nicht übertreiben mit dem ganzen Bunt und ja, nicht zu viel halt. Ja. Also es sollte schon... Jetzt nicht so, für mich ist nicht so gut, wenn es so auffällig ist oder so. Ja, ja. Sondern ja, noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Zurückhaltender, ja, schlichter, cleaner, ja, genau, so ja, in die Richtung. Ja, da finde ich halt Marken geil wie Enomera U, finde ich halt nice. Die machen es halt Faux 361, die machen es halt gut, finde ich. Ja. Feierst du auch diese Marke, ja, oder? Die ist halt neu am Rauskommen, die muss man halt auch tragen können, gell? Also es passt nicht jedem. Ja, es passt halt nicht. Deutschen Rappern, finde ja, ich, passt das ganz gut. Aber so man selber ist halt schwierig. Ja, okay, ja, bin ich absolut deiner Meinung. Brudi, alle Marken, die ich genannt habe, waren frei erfunden. Ja, okay. Hast du okay, schon da? Aber trotzdem richtig nice. Danke ja, vielmals fürs Mitmachen. Auf YouTube Maximilian siehst du dann das Video. Passt. Gut mitgemacht. Also du hast wirklich bei zwei Marken zugeben, kenne ich nicht. Ja. Genau das wollten wir sehen. Danke vielmals. Cleaner Fit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Passt, danke. Alles Gute dir. Ciao. Wir müssen noch einen Film. Mal wieder Kinderschokolade dabei. Nein, diesmal haben wir Rapper, das Thema Rapper. Ah, so nice. Da haben wir viel ich Scheiße. Ich bin schon gespannt auf das Video, gell? Ich bin auch schon gespannt. Hab ich schon gepostet? Hab ich schon gepostet? Wir filmen gerade. Nice, ich bin auch wieder dabei. Freunde, wer von euch die neue Louis Vuitton Off-White Virgil Abloh Kollektion noch nicht gesehen hat, die befindet sich genau hier. Schaut super aus, oder? Werde ich mal fix koppen. So, Freunde, ich finde das Rapper-Thema haben wir durch. Gehen wir wieder zurück zu bodenständigeren Marken, die wir schon kennen. So, Freunde, neben mir steht der... Jelko. Nochmal? Jelko. Jelko, sag ich das richtig? Ja. Okay, perfekt. Du, mir ist dein Outfit aufgefallen. Die D-Squared-Schuhe, die haben wir heute schon mal gesehen. Dann Valentino-Tasche, die Rolli am Start und die Louis Vuitton-Brille ist mir aufgefallen. Das heißt, du gibst relativ viele für Mode aus. Ja, es geht. Ja, ist na, schon ein bisschen was. Mehr als der Durchschnitt, würde ich sagen, oder? Nein. Nein, nicht mehr als der Durchschnitt? Es geht. Allein die Schuhe kosten 500 Euro oder so? Nein, 335. 335. Valentino-Tasche ist aber nicht so billig, mit 400 wahrscheinlich? Nein, das ist diese billigere. Die billigere? Bei Mario oder so. Okay. Ja, gibt trotzdem Leute, die geben jetzt nicht so viel aus. Wie wäre das für dich? Wie alt bist du jetzt? 19. Wie würdest du denken, wenn dein 19-jähriger Bursche zum Beispiel 200 Euro für ein Chaibo Club-Shirt ausgibt? Würdest du das labern finden? Oder wäre das in Ordnung für dich? Wäre in Ordnung? Okay, aber er müsste sein eigenes Geld verdienen. Nein. Ja, müsste nicht? Also muss schon, aber nicht jetzt. Leistest du dir das selber oder kriegst du das? Okay, also nichts von der Familie gesponsert oder so? Bisschen was. Schon, aber ab und zu, ja. Aber das meiste verdienst du selber. Okay, also wenn sich jetzt zum Beispiel dein Sohnemann Kinderjock Club kaufen wird, wäre das für dich vollkommen in Ordnung, oder? Ja. Feierst du die Marke selber oder wäre das nicht Kenn so? Kenn ich nicht. Okay, okay. Und was trägst du noch so gerne? Ralph, Boss und so. Normales. Okay. Da, ich war gerade im Zara drinnen. Ah, warst gerade im Zara drinnen. Reezy feierst auch, da ist ein Geschäftel vorne. Ist das deine Marke? Reezy? Kann man eigentlich tragen, ist jetzt neu. Nicht so dein Fall? Okay, ich merke schon, er gibt sich zu. Wir drehen ein Video, ich sage laute erfundene Modemarken und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Du bist nicht besonders gut reingefallen, aber macht ja nichts. Ehrenmann-Move. Danke vielmals fürs Mitmachen auf jeden Fall und viel Spaß noch beim Shoppen. Ciao, servus. Ja, bei der Hälfte, da merkt man es wieder. Ja, Kinderjock Club und Scheiber Club, das funktioniert alles, aber unsere Rapper-Thematik geht nicht ganz durch bei den Leuten.
So Leute, damit sind wir am Ende der vierten Ausgabe von Hype bis nach erfundenen Modemarken befragen. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, mit dieser Rapper-Thematik war es gar nicht mal so einfach, das bei den Leuten durchzubringen. Aber schreibt mir jetzt unbedingt eure Fake-Marken-Mode-Vorschläge in die Kommentare und wir werden die auf alle Fälle für die fünfte Ausgabe benutzen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video auf meinem Kanal und schaut auf Max oben mir vorbei, meinem Insta-Kanal. Da gibt es ein paar Fotos von heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von mir, euer Maximilian.